Kazuri, eine Schmuckproduktion am Rande von Nairobi. 400 Frauen arbeiten hier, stellen Kunsthandwerk, Ketten, Perlen und Ohrringe her. Seit einigen Jahren ist Kazuri Teil eines Fairhandelsnetzwerks und wird von Miserior dabei unterstützt. Der faire Handel soll nicht nur das Bewusstsein der Konsumenten in Europa ansprechen. Die Idee von Miserior war wirklich, dass man den fairen Handel in Deutschland jahrelang unterstützt hat, aber weniger auf der Seite der Produzenten erledigt hat. Somit hat man sich überlegt, dass es ein Projekt geben muss, was beide verknüpft. Die Produzenten in Afrika oder in anderen Ländern, aber man hat sich Afrika ausgewählt, und den fairen Handel in Europa. Fairer Handel bedeutet bei Kazuri einen Lohn, der weit über dem staatlichen Mindestlohn liegt, und vernünftige Arbeitszeiten. In diesem Projekt arbeiten zudem nur alleinerziehende Mütter, die es sonst besonders schwer haben, einen Job zu finden. Zweimal am Tag gibt es Tee und Essen vom Arbeitgeber. Das hat mir sehr geholfen, damit es meiner Familie besser geht. Für die Erziehung, das Schulgeld für die Kleinen, für meine Eltern und natürlich auch für mich selbst. Kazuri ist eine von über 100 Fairtrade-Organisationen, die von Miserior in Afrika unterstützt werden. Dabei geht es weniger um finanzielle Förderung. Entscheidend ist die Vernetzung zwischen den einzelnen Produzenten, damit sie nach außen hin gemeinsam auftreten können. Alexandra Farrington ist deutsche Fachkraft für den fairen Handel und wird von Miserior finanziert. Ihr Hauptanliegen: Nicht jede Baumwolltasche aus dem fairen Handel muss nach Europa verkauft werden. Es gibt lokale Märkte, wovon oftmals die lokalen Leute nicht wissen, dass die existieren. Wir haben jetzt gerade besprochen, dass die Beutel, die hergestellt werden, dass die Frauen diese Beutel mögen. Wenn die Frauen die selber mögen, bedeutet das, dafür gibt es einen Markt. Gemeinsam mit dem afrikanischen Fairhandelsnetzwerk COFTA versucht Miserior, die Infrastruktur für den fairen Handel zu verbessern. Die lokalen Märkte sind ein wichtiger Aspekt, aber auch der direkte Zugang zu den Kunden in USA und Europa. Hier in der ruandischen Hauptstadt Kigali unterstützt COFTA das Projekt Cards from Africa. Junge Menschen stellen aus nachhaltigen Materialien Karten für alle Anlässe her. Egal, ob ich was zum Leben kaufen muss oder die Miete für unser Haus, hier kann ich es verdienen. Deshalb liebe ich diese Arbeit. Es ist ganz eindeutig, dass Projekte wie die von Miserior unterstützten für den fairen Handel nicht nur in Deutschland einen Unterschied machen, sondern auch eine Wirkung erzielen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, wo auch immer der faire Handel stattfindet. Kazuri ist Kiswahili und bedeutet die kleinen und schönen Dinge. Und die lassen sich mittlerweile in Kenia fast so gut verkaufen wie in Europa, auch dank der Vernetzung der Produzenten untereinander. Der faire Handel, auch eine Option innerhalb Afrikas. Für die Produzenten hier heißt es einfach, wenn es Projekte gefördert von Miserior gibt, dass es dann eine Möglichkeit gibt, neue Märkte zu erschließen, neue Produkte herzustellen, einfach das Geschäft wachsen zu lassen. Das ist ohne die Unterstützung von Miserior nicht möglich.